Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei diesem zugegebenermaßen einigermaßen eingestaubten Format. Ja, ich versuche es nun ein wenig zu entstauben und werde wohl alle Völker, die mit Shadowlands dazukamen, in diesen Videos verarbeiten. Wir beginnen mit Oribos und den dazugehörigen Völkern und werden dann quasi, wie man levelt, auch die Völker durchnehmen. Das heißt, das nächste Video wäre dann Bastion. Schön. Dann Maldraxxus, dann den Ardenwald und dann Ravendraft. Zu guter Lutzt und zu guter Letzt mache ich dann auch höchstwahrscheinlich den Schlund. Wenn nicht irgendwas dazukommt oder mir die Story mal wieder egal ist. Denn ich muss ernsthaft gestehen, dass mir die Story von Shadowlands auf jeden Fall schon mal besser gefällt als die Story von Battle for Azeroth. Doch wir warten immer noch auf die Dinge, die da kommen. Beginnen wir nun einfach mal mit den Völkern von Oribos. Und wir beginnen wohl mit der wichtigsten Figur von Oribos, wenn nicht die der ganzen Schattenlande, der Richterin. Die Richterin residiert in ihrer Kammer auf der Spitze von Oribos. Dort richtet sie über die sterblichen Seelen, die die Schattenlande nach ihrem Ableben betreten. Die Seelen werden in die Ebenen der Schattenlande verteilt. Dies sind nicht nur die fünf, die wir in dem Add-on kennenlernen, sondern unzählige, manche größer und manche nur für eine einzelne Seele. Die ganzen Tore, die man hier sieht, sind alles Ebenen des Nachlebens für die Seelen. Es kommen nicht nur Seelen von Azeroth in die Schattenlande, sondern alle sterblichen Seelen, die nicht andersweitig aufgehalten werden, das heißt durch Nekromantie oder die Seelenzauber der Dämonen. Das bedeutet, alle sterblichen Wesen, die nicht aufgehalten werden, kommen in die Schattenlande. Die Richterin soll wohl schon uralt sein, sogar älter noch als die Titanen selbst. Wenn eine Seele vor sie tritt, sieht die Richterin ihr gesamtes Sein und Wirken in der Welt. Jeden Gedanken und jede Tat. Danach sendet sie die Seele in die Ebenen der Schattenlande. Und die Schlimmsten der Schlimmen, welche keine Möglichkeit auf Wiedergutmachung haben, kommen in den Schlund. Dort ist der Kerkermeister angekettet, welcher über die gefährlichsten Wesen im Turm Torghast herrscht. Würde die Richterin nicht mehr existieren, würden die Seelen einfach im Zwischenraum der Welten festhängen oder in den Schlund gesogen werden. Oribos und die Richterin werden von einer Rasse gepflegt, die die Bediensteten heißt. Da die Richterin stumm ist, wird aus einem Zirkel der Bediensteten, genannt Gelehrte, einer bestimmt, welcher zu ihrer geehrten Stimme wird. Momentan ist dies Tal Inara. Die Bediensteten sagen, dass der Kerkermeister mit Hass auf die Richterin erfüllt ist und sollte er jemals den Schlund verlassen und sie vernichten, würde dies das Ende der großen Maschine Oribos und allem, was die Ersten je errichtet haben, bedeuten. Was für eine Funktion Oribos als Maschine hat oder wer die Ersten sind, wissen wir nicht. Das Einzige, was wir über sie wissen, ist, dass es gottgleiche Kreaturen sind, die den Kosmos errichtet haben. Sie stehen in Verbindung zum Pantheon der Titanen und den Ewigen. Die Ewigen sind quasi die Götter der Schattenlande. Die uns Bekannten sind Kyria die Erstgeborene aus Bastion, die Winterkönigin aus dem Ardenwald, die Richterin aus Oribos, der Primus von Maldraxxus, Graf Denatrius von Ravendraft und der Kerkermeister Koval aus dem Schlund. Die Architektur der Ersten ist für ihre geometrische Arbeit bekannt. Sie haben die Schattenlande und Oribos errichtet und die Karte der Schattenlande in Oribos angebracht. Ihre Seelenobelisten sind in den Schattenlanden verteilt. Ihre Portaltore verbinden die Ebenen der Schattenlande mit Oribos und einer ihrer Wegsteine ist im Schlund selbst zu finden. Der Kerkermeister sucht nach dem Geheimnis, das die Ersten in den Schattenlanden unter allem anderen verstecken wollten und nennt dies seinen letzten Preis. Zurück zur Richterin. Kurz vor unserem Auftauchen in den Schattenlanden flog eine rote, einzelne Seele zur Richterin und schlug diese. Seitdem ist sie in eine Art Schockstarre gefallen und alle Seelen kommen nun in den Schlund und werden nicht mehr gerichtet. Dies
löst eine Anima-Dürre aus. Die Luft war einst voller Anima, als wäre sie Staub. Anima ist die wichtigste Ressource der Schattenlande und neue Seelen würden sie eigentlich in die Welten spülen. Da nun jedoch alle Seelen in den Schlund gehen, können sie kein Anima mehr aus ihnen extrahieren. Die Richterin selbst sieht sehr viel mehr roboterartiger aus als die anderen Ewigen und hat ein kugelförmiges Gerät in ihrer Brust. In genau derselben Position hat der Kerkermeister ein Loch. Dies führte zu der Theorie, dass die Richterin von den anderen Ewigen erschaffen wurde, um den Kerkermeister abzulösen. Ebenfalls kämpften die anderen Ewigen wohl vor Äonen zusammen gegen den Kerkermeister, um ihn schlussendlich einzusperren. Wer oder was die rote Seele ist, welche die Richterin stammte, ist nicht bekannt. Da es jemand sein muss, der noch nach Ursorg starb, weil dieser im Nachleben-Trailer vom Adenwald vorkam, spekulieren viele auf Argus, Xavius oder Gildan. Ebenfalls ist es möglich, dass es Graf Denatrius-Schwert Remornia war. Es leuchtet ebenfalls rot und kann von alleine fliegen. Ebenfalls klingen die Geräusche, die es macht, ähnlich wie die, die zu hören sind, als die Richterin gestunt wurde. Es ist auch so, dass in Ravendraft oft gesagt wird, dass Graf Denatrius maßgeblich schuld an der Anima-Dürre sei. Die ersten Kreaturen, die man in Oribos trifft, sind die Bediensteten. Auf Englisch The Attendant. Ist natürlich total die blöde übersetzte, die Bediensteten, die Wächter oder so hätte man nehmen können, obwohl die Wächter gibt's schon, aber die Bediensteten, nee, die Übersetzung ist doof. Die Bediensteten sind Wesen, die erschaffen wurden, um für die ewige Stadt Oribos zu sorgen und die sicherstellen, dass die Richterin ihre Pflichten ohne Unterbrechungen nachkommen kann. Alle Bediensteten glauben an die Vorsehung. Die Vorsehung, so die Bediensteten, ist der Grund, warum sie in Oribos existieren. Es ist der Leitgedanke der Schattenlande. Ebenso hält er das Gleichgewicht in den Schattenlande instande. Die Vorsehung folgt einem bereits vorgeschriebenen Pfad der Richterin. Alles, was geschieht, ist der Plan der Vorsehung. Schicksalsschreiber Rothal sagt dem Spieler, dass die Vorsehung alle Wesen im endlosen Kreislauf dienen, ob sie es wissentlich oder unwissentlich tun, und dass die Vorsehung auch ein Ziel hat. Doch viele Bediensteten hinterfragen, ob es Teil der Vorsehung ist, dass die Richterin im Koma liegt und alle Seelen in den Schlund gehen. Doch die weisen Gelehrten sagen dies und das Erscheinen der lebenden Fremden sei ebenfalls Teil der Vorsehung. Laut einem nachdenklichen Schreiber jedoch trotzt der Schlund der Vorsehung. Die Vorsehung scheint ebenfalls eine Art Technologie zu sein, denn Verwalter Kartoll sagt, dass die Vorsehung uralt ist und über unser aller Verständnis hinausgeht und dass diese Technologie göttlich ist. Jeder Bedienstete ist einem von drei Pfaden zugeteilt und arbeitet so für die Vorsehung. Die drei Pfade, die Verwalter. Die Verwalter sind für den Fortbestand der Funktionstüchtigkeit und Stabilität von Oribos verantwortlich. Sie kümmern sich um die Bedürfnisse der Richterin und stehen im Dienst des städtischen Betriebs. Die weisen Gelehrten. Die weisen Gelehrten verfügen über das Wissen der ewigen Stadt. Aus diesen Kreisen wird auch die geehrte Stimme gewählt, die für die ewige schweigsame Richterin spricht. Die Beschützer. Die Beschützer sind so stoisch wie unerbittlich und bilden eine Miliz, die Oribos sowohl verteidigt als auch im Inneren der Stadt für Ordnung sorgen kann. Besondere Bedienstete sind noch Vergangenheitsschreiber Ro Idlab, welche die Aufzeichnungen der Schattenlande verwaltet und in Visionen speichert. Hier kann man einige Cinematics der Schattenlande noch einmal ansehen. Verwalter Kazar, bei dem man fragen kann, was der Schicksalsschreiber alles so aufzeichnet und ob er aufschreibt, wohin die Seelen gehen.
Er gibt daraufhin nur die kryptische Antwort, ja und nein. Wir zeichnen auf, aber wir erinnern uns möglicherweise nicht. Nur die Vorsehung selbst kann enthüllen, ob die Fasern einer Seele sich wieder mit dem Wandteppich einer individuellen Existenz verbindet. Okay. Für Walter K. Wosch, welcher von der Vorsehung dazu bestimmt wurde, mit den Mittlern zu arbeiten. Er sagt, dass Mittler Besucher in Oribos sind, genau wie wir. Nur, dass die Mittler mehr ihrer Zeit beanspruchen würden, als alle anderen Kreaturen. Wenn man ihm dann sagt, dass es nicht so klingt, als würde er dies gerne machen, sagt er, dass wir es missverstehen. Die Vorsehung sei sein Weg. Wer wäre er schon, dies anzuzweifeln? Und sich mit den Mittlern zu beschäftigen, sei seine Rolle in der Vorsehung. Es sei nur so, dass ihre Fragen gelegentlich ermüdend sind. Er redet von den Mittlern. Kommen wir doch gleich zu den Kreaturen der Mittler. Die Mittler. Die Mittler sind eine Rasse humanoider Energiewesen, die in einer Ebene der Schattenlande beheimatet sind, die wir noch nicht kennen und den Namen dieser Ebene nicht wissen. Sie sind unabhängig der Pakte oder dem Schlund und haben eine angeborene Affinität für das Anima. Sie agieren als Seelenhändler, welche sich frei durch die Ebenen der Schattenlande bewegen und Handel treiben können. Sie sind klug, können sich gut anpassen und behalten ihre wahren Motive meist für sich. Die Anima-Dürre nutzen sie schamlos aus, um aus ihr Profit zu schlagen. Sie ehren Erfolg und scheuen sich nicht, ihr Einkommen oder ihre Errungenschaften offenzulegen. Sie kaufen und verkaufen ihre Produkte nicht nur. Sie beschaffen, plündern, produzieren und stellen sie zur Schau. Ebenfalls haben sie eine Methode des Transports erschaffen, dass ihre Lagerkisten im Inneren größer sind als die von außen. Die Mittler schätzen den Handel und Austausch von Wissen und Informationen. Ebenfalls den Nutzen, den sie aus ihm ziehen können. Dieses Verlangen nach Wissen brachte einige der Mittler sogar in die gefährlichsten Orte der Schattenlande, wie den Schlund und wieder hinaus. Die Mittler werden durch die sterblichen Neuankömmlinge in Vielzahl nach Oribos gezogen, um ihre Dienste anzubieten. Andere Gruppierungen bieten ihre Dienste auch in Bastion und Ravendrift an. Die Gesellschaft der Mittler ist in Kartells aufgeteilt. Jeder Mittler hat den Namen seines Kartells als Vorsilbe seines Namens, wie zum Beispiel Ba-Hare von Kartell Ba oder Ta-Lan von Kartell Ta. Die uns bekannten Kartells. Kartell So. Sie handeln eher mit Informationen und sind Treiber des Konflikts. Kartell Ta hat viele, viele Händler. Kartell Ba hat eine Konklave unter dem Gasthaus und arbeiten in der Schatzkammer. Ebenfalls arbeiten sie dicht mit Kartell Ta zusammen. Kartell Au besteht hauptsächlich aus Handwerker. Kartell So hat nur zwei Händler in Oribos und sonst ist über dieses Kartell nichts bekannt. Kartell W. Kartell W arbeitet viel im Schlund und Torgast. Sie sind auf der Suche nach Vinari, welche sie möglicherweise verraten hat. Kartell Xi. Dieses ist wohl das einzige Kartell, was dem Spieler grundsätzlich feindlich gesinnt ist. Ihre Mitglieder sind oft Bosse, wie in Schloss Natrea oder im Dungeon die andere Seite. Kommen wir nun zu der Mittleren, zu der wir als Spieler wohl den meisten Kontakt pflegen. Vinari. Vinari ist in ihrer Zuflucht im Schlund anzutreffen. Sie lebt in den Schatten des Schlundes aus unbekannten Gründen und schafft es dort eine lange, lange Zeit zu überleben, ungesehen von den Augen des Kerkermeisters. Dem Spieler hilft sie im Schlund zu überleben und vor dem Kerkermeister zu entkommen. Ebenfalls hilft sie nach und nach Torgas zu erkunden und Gefangene zu befreien. Sie handelt Gegenstände gegen Stygia und scheint momentan im Schlund gefangen zu sein. Anscheinend hat sie irgendeine Straftat in ihrem Kartell begangen und wird seitdem von diesem gejagt. Vinari selbst ist das nächste, was man einen Freund im Schlund nennen könnte. Kommen wir nun zu den Trivia-Fakten. Die Mittler ähneln stark in Ästhetik und Kultur den Astralen. Ebenfalls sind beide Völker in Kartells aufgeteilt.
Die Gürtel mancher Mittler ähneln der geometrischen Architektur der ersten in Oribos und den ganzen Schattenlanden. Die Mittler benutzen Spielzeuge für Kinder, um ihren Kartells Verschlüsselungsmethoden beizubringen. Die Verwalter und Gelehrten der Bediensteten nutzen das Nachtelfenmodell als Grundlage. Die Beschützer der Bediensteten das der Menschen. Gucken wir doch einmal unter den Helm eines Beschützers. Gut Leute, ich hoffe doch, euch hat dieses Video gefallen. Lasst doch ein Like, einen Kommentar und wenn ihr ganz großzügig seid, auch ein Abo da. Und ich freue mich dann schon auf die Kreaturen von Bastion. Schön, toll. Und bis dahin. Bis denn.